würde echt. Wollen die kämpfen? Oder? Oh, ich kann mit denen reden. Ich muss mit dir über den Inquisitor reden. Was ist los? Warum bist du nicht bei ihm? Tja, weil er die Insel vernichten will. Mendoza will die Insel vernichten. Er will. Was? Du hast richtig gehört. Die Insel. Er will sie opfern. Ich verstehe nicht. Das geht mir zu schnell. Erzähl mir alles, was du weißt. Mendoza will den Feuertitan befreien und kontrollieren. Feuertitan? Ja, er wurde einst von einem Titanenlord dort unten eingesperrt. Seine Anwesenheit verhindert, dass die Insel von dem Sturm da draußen vernichtet wird. Weiß Mendoza das? Ja, aber es ist ihm egal. Er will den Titan kontrollieren und als Waffe verwenden. Dazu ist ihm jedes Opfer recht. Verstehe. Was hast du vor? Es gibt nur einen Weg, den Inquisitor aufzuhalten. Was wird jetzt mit der Frostmagie? Unterrichte mich in Magie. Hey, hast du... Ja. Ich habe mit dem Geist Ursigors gesprochen. Es gibt nur einen Weg, den Inquisitor aufzuhalten. Ich muss Ursigors Rüstung finden und den Titan wieder in sein Gefängnis sperren. Aber ich habe nicht viel Zeit. Wenn der Titan erst einmal frei und im Vollbesitz seiner Kräfte ist... Dann wird diese Insel untergehen. Richtig. Du kannst auf unsere Hilfe zählen. Wo finden wir die Rüstung? Die einzelnen Rüstungsteile liegen in den Gräbern von Echsenpriestern. Sie werden bewacht. Hier, ich zeige es dir auf der Karte. Der eine Eingang ist im Banditenlager. Wir werden die Hilfe von Don Esteban brauchen. Du wirst zu ihm gehen. Überzeuge ihn davon, dass er keine Wahl hat. Okay. Was ist mit dem Inquisitor? Wir sind die Hüter der Flamme. Wir schützen die Insel. Der Inquisitor ist zur Bedrohung geworden und damit zu unserem Feind. Was ist mit dem Rest der Inquisition? Das muss Carlos entscheiden. Er ist der Ranghöchste. Wir können nur hoffen, dass er nicht vergessen hat, warum er hierher gekommen ist. Rede mit ihm und erkläre ihm alles. Ich hoffe, er wird uns helfen. Ah, dann müssen wir also noch zur Hafenstadt. Unterrichte mich in der Magie. Nee, lassen wir mal, weil wir brauchen ja das noch. Um das Schwert zu schmieden, müssen wir ja noch die Schmiedekunst weiter erlernen. Okay, wir gehen erstmal zur Hafenstadt. Ich würde ja zu gerne jetzt nochmal das ausprobieren mit dem Teleportstein, aber wirklich, das ist mir jetzt so oft abgestürzt. Ich glaube nicht, dass das jetzt anders wäre. Ich will Nein, will ich gar nicht. Kein Problem. Warte mal, oder? Wie viele Lernpunkte habe ich denn? Wann ist das? Quatsch. Hier, ne? Ja. 30. Ne, ich gehe erstmal zum Schmieden. Das ist vielleicht das Beste. Zur Hafenstadt erstmal. Nachher habe ich da wieder keine genügend Lernpunkte und das wäre natürlich sehr schade. Ja, ist natürlich nervig, dass das Spiel diesen Fehler hat, diesen Bug. Ich kann mir nur vorstellen, dass es vielleicht nur kam, dieser Bug, weil ich dieses so eine Art HD-Patch raufgemacht habe. Und der so fehlerhaft eventuell ist. Ist natürlich jetzt ein schönes Stück zu laufen, ne? Bis zur Hafenstadt. Ja, jetzt hat man die ganzen Teleportsteine und kann sie nicht nutzen. Das ist natürlich echt ärgerlich. Beziehungsweise vielleicht kann ich die jetzt auch nutzen, aber das jetzt zu riskieren. Weil wenn das als Stream, das ist halt ein bisschen blöde. Vielleicht sollte ich das dann lassen, Risen zu streamen, weil dann musst du nämlich immer alles, wenn ich den Rechner neu starte, die Programme alle anmachen, OBS und so und... Bin ich noch auf dem richtigen Weg? Ja, ne?
Okay, der steht auch noch hier. Na, wir sind ja auch bei da. So weit ist es ja eigentlich auch nicht. Ja, und wenn wir da hier das alles erledigt haben, das neue, also das Schwert geschmiedet haben, mit dem Carlos geredet haben, dann können wir da auch zu Don Esteban. Ja, das Spiel zieht sich schon in die Länge, ne? Aber ist ja auch ganz nett, oder ganz gut, dass es nicht so schnell vorbei ist, das Spiel. Aber ich freue mich schon echt auf den zweiten. Und da ist es hoffentlich nicht so, dass das abkackt oder ist schon wie so ein Echsen-Typ. Was dagegen, wenn ich mich einmische? Achso, nö, mach ruhig. Ich dachte schon, er wollte auf mich jetzt. Keine Probleme mehr. Da hast du wohl recht. Danke. Ich will in die Stadt. Natürlich. So, jetzt sind wir in der Hafenstadt. Dann gehen wir mal zum Schmied. Wo ist er denn? Sind die jetzt am Schlafen? Das könnte natürlich sein. Ich kann jetzt nicht. Kannst du nicht oder willst du nicht? Gibt es was Besonderes? Alles klar bei dir? Ich glaube, ich muss wohl erstmal schlafen. Weil die sind wahrscheinlich selber erstmal am Schlafen. Oder kann er hier? Ne, kann nicht. Ist kein Schmied. Ja, sorry. Aber da muss ich wohl erstmal in meinem Baracke. Und ein bisschen schlafen. Da geht es ja nicht lang. Ja? Oh, ist das immer noch keine weggewischt hatte. Und wir müssen auch zu Eldrick. Den müssen wir natürlich auch noch von dem Tempel berichten. Aber wir gehen erstmal pennen. Bis Mittag schlafen. Dann sollten auch alle auf sein. So, die Fackel, naja. Gut, dass das hier nicht so einfach so anbrennt.
Normalerweise, wenn man die Fackel da liegen lässt, wäre schon alles lichterloh gewesen. Aber gut, hier in dem Spiel ist das nicht der Fall. Ah, hier, das ist ja doch der Wald da. Hast du so ein Schwert schon mal gesehen? Lass mal sehen, ich kenne dieses Material. Das ist Obsidian. Damit habe ich auch schon mal rumgespielt. Aber ich hätte nicht gedacht, dass man daraus auch Schwerter machen kann. Bei meinen Versuchen war der Rohling immer zu spröde und ist beim ersten Hieb zersplittert. Moment mal, siehst du das hier? Ich glaube, das sind Spuren von Gold. Vielleicht ist das die Zutat, die dem Schwert die nötige Biegsamkeit verleiht. Mhm. Dann kannst du mir also auch Schwerter aus Obsidian schmieden? Mit den richtigen Rohstoffen kann ich dir zumindest Rohlinge machen, die du selber schmieden kannst. Oh, schön. Du meinst, du brauchst Obsidian. Ah. Und Gold. Ich mache dir einen Vorschlag. Du bringst mir Obsidian und Gold und ich mache dir daraus Schwertrohlinge. Das ist gut. Was kannst du mir beibringen? Ja, dann lernen wir noch mal schmieden. Ich will Bastardschwerter schmieden. Wie man eine Waffe schmiedet, weißt du ja schon. Aber um größere Waffen zu schmieden, musst du deine Technik ändern. Eine große Klinge kühlt schneller aus. Deshalb musst du schneller und präziser arbeiten. Fass den Hammer weiter oben an. Dann brauchst du nicht so viel Kraft und du kannst schneller arbeiten. Diese Präzision hilft dir auch beim Goldschmieden. So kannst du feinere und mächtigere Schmuckstücke herstellen. Gut. Dann will ich noch mehr von der Schmiedekunst erlernen. Ich will Zweihandschwerter schmieden. Du musst den Schmiedehammer auf der glühenden Klinge tanzen lassen. Schnelle und präzise Schläge. Wenn du dieses spezielle Singen der unfertigen Klinge hörst, machst du es richtig. Nur so kannst du die allerbesten Eigenschaften des Metalls hervorholen und wahrhaft meisterliche Stücke anfertigen. Na, sehr schön. Oh, ein bisschen stärker werden. Ich will stärker werden. Gut so. Okay, jetzt habe ich leider nicht mehr genug Gold. Ich habe Eisenerz für dich. Gut, was willst du? Ich lass das mal. Ich habe Obsidian für dich. Willst du tauschen? Gib mir einen Obsidian-Rohling für ein Einhandschwert. Hier. Okay. So, dann probieren wir erstmal das aus. Vielleicht können wir auch selber uns noch ein viel geileres Schwert jetzt machen. Ich weiß es nicht. Na, jedenfalls geht das Spiel ja noch ein bisschen, weil wir haben ja noch einige Quests hier zu erfüllen und dann müssen wir ja auch noch die ganzen Gräber finden. Ich hoffe ja, der Ältere kann uns dann helfen, sobald wir ihn davon erzählt haben. Von dem Tempel und dem Inquisitor. So, gucken wir mal, ne? Was wir hier machen können. Glühende Obsidian-Rohlinge, Seelentrinker, Stahlrohling, Stahlrohling. Was ist jetzt mit dem... muss ich das... Ich brauche einen glühenden Rohling. Achso, ich muss das nur noch schleifen, ne? Ey. Beeil dich mal. Gibt's was Wichtiges? Das ist das jetzt, ne? Sturmwind. Ah, gut. Gute Arbeit. Sturmwind neu geschmiedet. Sehr schön. Guck ich mal.